Ja, Frau Magister Fleck, ich freue mich sehr, dass Sie sich auch für ein Gespräch zur Verfügung stellen. Können Sie kurz erzählen, wo Sie arbeiten, was Ihr Arbeitsfeld ist? Ich arbeite im Unterrichtsministerium, also im Ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, im Referat für Migration und Schule. Der Name ist ja schon Programm. Es geht sozusagen um alle Fragen, die sich in einem Schulsystem durch die migrationsbedingte Mehrsprachigkeit der Schülerbevölkerung ergeben. Das sozusagen ist Mehrsprachigkeit ist als Dachbegriff. Natürlich geht es um Deutsch als Zweitsprache, und zwar in allen Unterrichtsfächern. Es geht um die schulische Förderung der Erstsprachen in Form des muttersprachigen Unterrichts. Und es geht um das Unterrichtsprinzip interkulturelles Lernen. Ja, das sind sozusagen die inhaltlichen Pfeiler. Das ist ein sehr großes Feld. Ja. Gibt es spezielle Fragen, die immer wieder kommen, wo Sie sagen, das sind die häufigsten Fragen, die an mich gerichtet werden? Also jetzt einmal von der Palette der Anfragenden her, ja, fängt das an mit Landesschul-, Bezirksschulinspektorinnen, Schulleiterinnen, Lehrerinnen, selbstverständlich universitäres und PH-Personal, also Lehrer aus- und Weiterbildnerinnen, Schulberatungsstellen, Schulservicestellen, Migrantenberatungsstellen, ja auch BIFI oder Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum, Sprachförderzentrum in Wien, NGOs, Medienbotschaften bis hin zu Studierenden, Schülerinnen etc. Also das ist so, wenn ich es nicht jemanden vergessen habe, Eltern. Ja. Die Anfragen sind natürlich unterschiedlich, was sehr häufig kommt, ist natürlich, sind Anfragen schulrechtlicher Natur. Da geht es sehr oft darum, wie ist es mit dem außerordentlichen Status, wer, wie lange, unter welchen Bedingungen. Es geht darum, wie kriegt man Ressourcen an die Schule. Es geht sehr oft, meistens zweimal im Jahr gegen Semesterende und gegen Schulschluss, um die Frage der Leistungsbeurteilung. Die Leute empfinden also sehr stark, dass es ungerecht ist, dass man Schülerinnen, die im Deutscherwerb noch mittendrin stehen, nach den gleichen Kriterien beurteilt wie Native Speakers, was da gesetzlich gesehen der Fall ist laut Leistungsbeurteilungsverordnung. Es gibt unendlich viele Anfragen zum muttersprachlichen Unterricht. Was ist da so die Hauptfrage, wenn es um den muttersprachlichen Unterricht geht? Da sind also entweder sehr viele Personen, die wissen wollen, kann ich als muttersprachige Lehrerin arbeiten, was sind die Voraussetzungen, oder dann sehr viele jetzt wirklich Eltern, ja, oder im Namen von Eltern, Gruppen von Eltern, die sagen, ich lebe im Bundesland X, wir sprechen Ungarisch, es gibt keinen muttersprachigen Unterricht, was kann man tun, damit der eingeführt wird oder so. Also da ist das Interesse sehr stark gestiegen, was den muttersprachigen Unterricht betrifft. Jetzt stelle ich mir vor, bei dieser Riesenmenge an Themen und an Anfragen, das können Sie wahrscheinlich nicht alles persönlich beantworten. Es gibt ja die neue Website, also schulemehrsprachig.at. Finden die Leute dort auch schon Antworten oder auf Teile dieser Antworten? Ja, wenn Sie richtig suchen, schon. Aber die Website ist sehr übersichtlich, also aus meiner eigenen Auffassung und auch, das weiß ich auch aus den zahlreichen Rückmeldungen, die Website wird ja, also muss ich sagen, zu Recht unglaublich gelobt. Sie hat auch eine Erasmus-Auszeichnung bekommen, die pickt gleich auf der Startseite. Ja, natürlich, also diese schulrechtlichen Grundlagen, die sind, also wenn man auf der Website auf die Rubrik Hintergrundinformationen geht, das ist dann sozusagen das ja, sachliche oder organisatorische, rechtliche, bürokratische, findet man die schulrechtlichen Grundlagen zu den ganzen Fragen außerordentlich, Leistungsbeurteilung, Muttersprachunterricht, wann, unter welchen Bedingungen etc. Wir finden dort auch die Statistiken. Ja, es ist auch immer wieder, also eine Frage ist auch oft, fällt mir gerade ein,
nach der Terminologie, ja, was versteht man denn jetzt unter Migrationshintergrund zum Beispiel? Ja? Also da gibt es auch die Antwort auf der Website. Ja, also ich glaube, für die Terminologie ist irgendwo im Informationsblatt Nummer 1 drinnen und teilweise auch bei, ich glaube, in der Einleitung zu Nummer 2, wo die Statistik zusammengefasst ist. Ja. Was ich aber vorhabe und irgendwie aus Zeitgründen und aus Personalmangel nie dazukommen oder noch nicht dazugekommen bin, ist so wirklich so diese FAQs einmal auf die Website zu setzen. Ja, und ich möchte nicht pro Woche 5 Lehrern oder möchte gern Lehrern erklären, wie wird man Muttersprachlehrerin, ja, wenn das eh immer das Gleiche ist. Ja. Wo sehen Sie jetzt im Bildungssystem, wo Sie ja jetzt einen guten Überblick haben, die größten Baustellen oder wo sagen Sie, da müsste man genauer hinschauen, da ist Veränderungsbedarf? Na gut, es gibt sozusagen Anliegen, ja. Wenn man sich derer annimmt, dann nützt es allen Schülern und Schülerinnen. Ja, das ist zum Beispiel eine spätere Selektion als mit 10 oder konkret mit 9, weil eigentlich muss man schon mit einem Halbjahreszeugnis zur AHS pilgern. Also eine Verschiebung auf später und eine längere gemeinsame Schule würde einmal allen Schülerinnen zugutekommen, insbesondere denen mit anderer Erstsprache, ja, weil was wir zuerst gesagt haben mit der Leistungsbeurteilung, ja, und wenn ich davon ausgehe, dass Zweitspracherwerb oder Spracherwerb generell 6 Jahre dauert im Schnitt, ja, und mit der Volksschule sind erst 4 Jahre vorbei und die dann leistungsfähig, leistungswillig, intelligent sind und noch an, ich weiß nicht, an den Artikeln scheitern. Ja. Wie soll ich sagen, eine Schule, die sich nicht auf die Eltern verlässt, ja, das würde ich für extrem wichtig halten. Ja. Das österreichische Schulsystem delegiert unendlich viel an die Eltern, die das vielfach auch nicht können. Nur dazu, wenn ich sage, ich aus dem Ausland bin und schlecht Deutsch kann, dann kann ich sowieso nicht helfen, aber es ist auch nicht die Aufgabe der Eltern, ja? Also auch wenn ich selber jetzt eine Chemikerin bin, ja, dann ist es die Aufgabe der Lehrerin, das zu machen und nicht meine. Und es ist die Aufgabe des Kindes, die Hausübung allein zu machen. So, das ist einmal das, was, gibt es noch andere Punkte, alle gemeinsam betrifft, ja? Also was jetzt noch einmal speziell Schülerinnen mit anderen Erstsprachen, mehrsprachige Schülerinnen betrifft, ja, ist einmal ein großer Punkt die Lehreraus- und Weiterbildung, aber vielleicht gehen wir da noch später das darauf wäre ein. Die nächste eigens, Frage. Oder ja, eben, genau. Ja, es geht ganz stark um ein Schulklima und Lernklima, Klassenklima, wo diese Kinder nicht als arme Würsteln gesehen werden, ja, dieser Defizitansatz, naja, kann halt noch nicht Deutsch, ja, werden wir schon hinbiegen irgendwann, ja, sondern, ja, ich meine, das sind ja oft Kinder, die haben, es gerade die Seiteneinsteiger, oft schon brillante Schulkarrieren im Herkunftsland, ja, jetzt die syrischen Flüchtlinge zum Beispiel, die haben ein gutes Schulsystem gehabt, ja, oder die persischen Kinder. Ja? Und die sind oft mehrsprachig schon vom Herkunftsland her. Also ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass man die Erstsprachen in den Klassen viel mehr einbezieht und viel mehr schätzt. Leider gibt es immer wieder auch Sprachverbote, auch in Schulordnungen oder in der Pause. Ja? Das ist durch nichts zu rechtfertigen, ja, das ist ein Unsinn, sprachwissenschaftlich und pädagogisch und menschenrechtlich. Genau. Ja. Jetzt frage ich Sie ein bisschen als Advocatus Diaboli, was sagen Sie jetzt Lehrern, die sagen, ja, ich habe in meiner Klasse 7 verschiedene Erstsprachen und ich finde das zwar eh toll, aber was tue ich jetzt konkret im Unterricht? Wie soll ich die einbeziehen? Ich kann die ja alle nicht sprechen. Was würden Sie denen antworten? Also diese Lehrerin ist einmal nicht zuständig für die schulische Förderung der Erstsprachen.
Ja, wenn sie ein Glück hat, hat sie, also zumindest für die großen Sprachen, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Türkisch, in städtischen Ballungsgebieten muttersprachliche Lehrerinnen, mit denen sie auch im Team arbeiten kann oder getrennt, also wo das einmal abgedeckt ist. Ja? Aber was sie, und kein Mensch verlangt von ihr, dass sie 7 Sprachen lernt, ja? Aber was man, denke ich, von ihr erwarten sollte, ist, dass sie die Namen der Kinder richtig ausspricht und schreibt. Ja? Und das kann man ja auch gemeinsam einmal lernen, ja. Die Kinder hauen sich oft sehr ab, wenn die Lehrerin den Namen dann, also wenn sie sich bemüht, aber den Namen trotzdem falsch ausspricht, weil sie oft den Unterschied gar nicht hört, ja, weil es den Laut nicht gibt im Deutschen. Also das kann man auf alle Fälle lernen, ja. Man kann auf alle Fälle nicht nur zulassen, sondern die Kinder auch ermuntern, sogar im Unterricht, in Gruppenarbeiten fallweise, sich in der Erstsprache miteinander zu unterhalten. Also jetzt gerade diese komplexen Inhalte, wo es um Fachsprache geht oder so, ja, wenn man die noch einmal in der stärkeren Sprache gemeinsam durchkauen kann, ja. Man muss sich nur vorstellen, wir lesen jetzt einen hochanspruchsvollen chemischen Fachtext auf Englisch, ja, den wir schon auf Deutsch kaum verstehen würden, ja, und wir würden uns dann auf Deutsch zum Beispiel darüber unterhalten, ja, also ich habe das so verstanden, interessant, du hast das so verstanden, ja, also dass man das ganz gezielt auch zulässt in der Gruppenarbeit und dann natürlich, wenn die Gruppenarbeit im Plenum präsentiert wird, dann muss eh wieder Deutsch sein, ja. Man kann die Kinder auch auffordern, ja immer, wenn sie Lust haben, ja, lest einmal was vor in eurer Sprache. Habt ihr irgendeinen kurzen Text, ein Gedicht, lest es mal vor, dass man hört, wie das klingt oder so, ja. Beziehungsweise wir geben ja auch die Zeitschrift Trio heraus, also siehe auch, Website gibt es auch die Rubrik dazu. Die ist, wie gesagt, die ist natürlich auf Deutsch und in den 2 großen Migrantensprachen. Und wir haben aber in jeder Trio-Nummer eine sogenannte Gastsprache. Ach, ja. Die war jetzt zuletzt in der letzten Nummer Griechisch. Vorher war sie Sorani, das Kurdische aus dem Irak. Das heißt, wir haben da auch fremde Schriften drinnen. Ne? Wir hatten auch schon zyrillische Schrift, ja, für Bulgarisch zum Beispiel oder Russisch. Also ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, aber da sind wir natürlich auch wieder in der Lehreraus- und Weiterbildung, dass man einfach, dass es darum geht, den Lehrern die Angst zu nehmen. Ja. Im Februar zum Beispiel ist ein österreichweites Trio-Seminar vorgesehen, also genau, ja, wie arbeite ich mit Trio ohne muttersprachliche Unterstützung und ohne die Trio-Sprachen selber zu können. Mhm. Ich kann das, ich darf mich drüber trauen. Ja. Eine Frage hätte ich noch, die uns jetzt in der Lehreraus- und Weiterbildung besonders beschäftigt, wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten, was soll die Lehrerausbildung oder Weiterbildung unbedingt enthalten? Also jede zukünftige Lehrkraft muss damit rechnen, mehrsprachige Kinder zu unterrichten oder auch Kinder, die im Deutschen noch eher am Anfang stehen oder Jugendliche. Ja. Das heißt, die Lehrererstausbildung muss die Lehrkräfte darauf vorbereiten. Ich denke, dass dieser Ansatz des Curriculums Mehrsprachigkeit da genau goldrichtig ist und das geht wirklich dann alle Lehrerinnen an, von der Volksschule bis zur HTL und wie gesagt, jetzt die sprachlastigeren Fächer und ja, aber bis hin zu Biologie und bildnerische Erziehung und Bewegung und Sport. Ja. Okay, das heißt, Sie plädieren auf jeden Fall für eine verpflichtende Ausbildung in dem Bereich, nicht unbedingt, so wie bis jetzt. Unbedingt verpflichtend. Fortbildung. Ja, also man hat ja auch. Ich kann ja nicht sagen, ich mach den Mathematikunterricht, okay, da mache ich eine freiwillige Ausbildung. Ja? Aber nachher habe ich den Gegenstand in der Schule. Ja. Ja? Ich kann ja nicht, also wenn da eine Realität da ist, muss ich ja die Leute darauf vorbereiten. Das ist ja fahrlässig, wenn man die unvorbereitet hinaus schickt. Ja, also ganz wichtig in der Erstausbildung und dann natürlich, und das wäre mal für alle und dann schon, also so dieses 3-Stufen-Modell vom Herrn Professor Krumm, ja,
dass dann die Sprachlehrerinnen, ja, also eine Deutschlehrerin, die muss schon noch mehr wissen, ja, mehr, also als diese Sensibilisierung und diese Haltung, ja, die muss ja dann auch, ich sage es mal, technisch was wissen. Die muss sie auskennen bei trennbaren Verben und also fachlich, fachlich einfach, ja, linguistisch. Ja. Also ich bin sowieso dafür, es gehört meines Erachtens, sollte in der Volksschullehrerausbildung jede Lehrerin, zukünftige Lehrerin, eine linguistische Ausbildung kriegen, weil sie die Kinder alphabetisieren müssen. Ja. Und sozusagen die mündliche Sprache in die schriftliche transferieren müssen. Und wie geht das ohne Linguistik? Ist mir ein Rätsel.